Heute mal ganz leichte Kost hier von Powerfix, ein Gewindebohrer und Schneideisenset. Das kommt 21-teilig daher. Und was ihr damit machen könnt und was alles enthalten ist, erzähle ich euch direkt nach dem Intro. Hallo zum neuen Video. Derzeit gibt es bei Lidl mal wieder etwas für euch Werkzeugfans, nämlich einen Gewindebohrer und Schneideisensatz. Wie gesagt, schon 21 Teile sind hier enthalten. Das Ganze kommt hier in so einer kleinen Box. Das ist eine Metallbox. Kosten tut das Ganze 14,99 ist derzeit der aktuelle Preis. Die Preise können natürlich immer mal ein bisschen hoch und ein bisschen runter wandern. Kommt immer darauf an, auch ein bisschen, wann ihr dieses Video euch hier anschaut. Ich verlinke euch das Produkt natürlich unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch auch nochmal die genauen technischen Details dann durchlesen. Einfach den Links folgen und dann kommt ihr zum gewünschten Produkt. Ja, wir haben hier ein verstellbares Windeisen mit dabei. M3 bis M12 können wir dort mit einlegen. Wir haben einen Schneideisenhalter 1 Zoll. Wir haben 9 Schneideisen M3, M4, M5, M6, 7, 8 und 10 sowie 12 und 1 Achtel Zoll. Wir haben auch mit dabei 9 Gewindebohrer in den Größen M3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 und auch 1 Achtel Zoll. Und wir haben eine Gewindeschablone mit dabei. Das ganze Produkt wiegt etwa 1 Kilogramm für die Leute, die das hier wichtig finden. Ja, schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Mache ich mal auf das ganze Set hier. Ganze ist hier an den Seiten noch mal einmal verklebt. Das müssen wir natürlich dann erstmal aufmachen. So, wenn ihr das dann abgefummelt habt, dann könnt ihr die Kassette hier auch ganz einfach aufmachen. Meiner Meinung nach schon fast etwas zu einfach. Wenn euch das Set hier so ein bisschen runterfällt, dann wird der Deckel sicherlich aufgehen. Kenne ich eigentlich so, dass das ein bisschen besser zusammenhaftet. Nun ist es aber egal, ist nun mal so, wie es ist. Wir haben eine Bedienungsanleitung sogar mit dabei. Die ist sogar mehrsprachig gehalten. Das Ganze wird von der OWIM GmbH und Co. KG produziert. Ihr habt bei dem Set nicht nochmal extra den Hinweis, dass wir hier eine 3-jährige Garantie vorherrschen haben. Dann wird das sicherlich auch nicht so sein. Zumindest steht das hier auch nicht in der Bedienungsanleitung. So sieht das Set von innen aus. Ihr seht, das ist hier alles nochmal abgedeckt durch diese Plastikhaube. Sieht auf den ersten Blick schon recht hochwertig aus. Was meint ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ihr seht, wir haben hier die Halterungen, wir haben hier oben die verschiedenen Aufsätze oder Einsätze vielmehr. Wir haben hier die Gewindebohrer mit dabei. Wir haben hier sogar noch die Gewindeschablone mit dabei, dass wir hier sehen können, welche Gewindeart wir hier schneiden müssen. Ja, eigentlich recht unspektakulär das Ganze. Die Größen habe ich euch jetzt bereits genannt. Wir können das Ganze jetzt einmal ausprobieren und schauen, ob das wirklich funktioniert. Ich denke mal, das wird hier ganz problemlos funktionieren. Das ist einfach ein Standardset. Das gibt es auch von jede Menge anderen Herstellern. Nicht ganz so preisgünstig wie derzeit von Parkside. Deswegen, wer noch so etwas sucht, der sollte hier vielleicht dann zugreifen. Ich weiß auch nicht, inwiefern sich das Ganze jetzt von extrem hochwertigen Sätzen absetzt, die im 100-Euro-Bereich liegen etc. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wie ihr wisst, ich bin nicht so ganz der große Metaller hier, habe damit sehr, sehr wenig zu tun. Natürlich schneide ich auch mal irgendwo ein Gewinde rein oder irgendwas, aber das ist eher selten. Ich bin mehr auf Holz unterwegs. Also wenn ihr hier richtig Ahnung habt von dem Thema, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das auch in die Kommentare schreiben würdet, auf was man hier vielleicht noch achten sollte oder was das dann rechtfertigt, hier ein Set für 100 € zu kaufen und womit man hier Abstand nehmen sollte, wenn man hier im Hobbybereich unterwegs ist, warum jetzt so ein 14,99 Set vielleicht nicht ganz so gut ist. So, dann schauen wir mal. Ich habe hier mal ein Loch in meinen Baustall reingebohrt und werde jetzt mal ein M8 Gewinde schneiden. So wird das Ganze dann natürlich eingesetzt. Das kennt ihr alles, außer wenn ihr jetzt vielleicht noch gar nichts damit zu tun gehabt habt. Wird der
Gewindebohrer vorne eingesetzt. Das Ganze wird hier über die Seiten dann verspannt. Das ist jetzt nicht wirklich super bequem. Das ist ein bisschen fitzelig. Das Ganze gibt es sicherlich auch noch hochwertiger. Aber ich denke mal, um mal irgendwie mal ein Gewinde zu schneiden, reicht das hin. Ihr solltet vielleicht dann auch noch mal Schneidöl nutzen dabei. Wichtig ist, dass er hier im rechten Winkel einigermaßen das Ganze ansetzt. Ihr müsst dann natürlich auch ein bisschen Druck anwenden. Und irgendwann greift das Ganze dann. Und dann dreht er ganz einfach. Ich habe jetzt mal kein Schneidöl genommen. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Und irgendwann seid ihr dann durch mit dem Gewinde. Hört ihr schon, ich bin schon durch. Jetzt ist das oben abgegangen. Ich habe es nicht ganz festgemacht offensichtlich oder es hat sich zwischendurch gelöst. Keine Ahnung. Das hätte man hier vielleicht noch mal ein bisschen etwas besser riffeln können. Und dann drehen wir das Ganze wieder mal zurück. Können auch noch mal vordrehen, dass die letzte Späne oder sowas dann auch herauskommen. Und schon haben wir ein Gewinde. Ich probiere das jetzt gleich mal aus hier mit einer Achterschraube und ihr seht, die Schraube lässt sich hier problemlos hineindrehen. Könnt euch jetzt nochmal den Gewindebohrer ansehen. So sieht das Ganze aus. Lasst euch nicht verunsichern vorne. Nicht, dass ihr denkt, da fehlt irgendwas. Das ist eigentlich bei allen so. Das ist besser dann, um in das Material eintauchen zu können. Also die Riffelung geht erst etwas weiter hinten los. Also das hat hier hervorragend funktioniert. Leider habe ich jetzt keine Möglichkeit. Ich habe jetzt keine Stange da oder sowas, worauf ich dann ein solches Gewinde hier schneiden könnte. Wird genauso funktionieren. Ihr seht das, ihr könnt dann hier euren Gewindeschneidereinsatz hineinsetzen. Beziehungsweise auch mal ein M8 genommen. Dann müsst ihr diese Schrauben hier entsprechend festziehen oder lösen jetzt in dem Moment. Ich zeige euch das mal, wie das oben nochmal aussieht. Wenn wir das hier rausnehmen. Ups, jetzt ist sogar die Schraube rausgefallen. Also wir haben hier zwei runde Einkerbungen und eine Längseinkerbung. Und das Ganze findet sich dann natürlich hier auch wieder. Das wird dann also durch diese Schrauben hier dann an Ort und Stelle gehalten. Und ihr sollt dann diese drei Schrauben hier festdrehen. Und dadurch sitzt das Ganze dann fest in diesem Halter. Und auch hier gilt dann, ganz gerade aufsetzen, erstmal langsam, aber dennoch mit stetigem Druck, dann drehen und schon könnt ihr ein Gewinde auf eine Stange oder irgendwas schneiden, je nachdem, wo ihr ein Gewinde drauf haben wollt, vielleicht eine Achse oder sowas. Wenn ihr solche Anwendungen habt, dann wisst ihr, was ihr damit machen wollt. Ich finde so ein Set wirklich sehr, sehr hilfreich, gerade wenn das zu so einem Preis hier ermöglicht ist. Manch einer, der jetzt wirklich nur mal ein Gewinde oder was im Jahr schneidet, also auch nicht wesentlich mehr macht, wie ich jetzt im Metallbereich. Der wird über so ein Set glücklich sein, dass er damit schafft, auch mal ein Gewinde zu fertigen, wenn er das benötigt. Und bindet sich hier nicht unnötig dann eine Menge Kapital dann mit ans Bein. Für 14,99 € kann man sich sicherlich so etwas mal hinlegen. Wie gesagt, ihr könnt die Sets auch wirklich wesentlich teurer kaufen. Aber ob die dann wesentlich besser sind, wage ich zu bezweifeln. Also alles, was hier so bis zu 40 € geht, sage ich mal, ist alles der gleiche Krempel. Hier habt ihr sogar noch eine Leere mit dabei, womit ihr dann die Gewinde dann ausmessen könnt etc. Es ist alles wirklich umfangreich. Die gängigsten Schraubenarten oder Gewindearten werden hier tatsächlich mit abgedeckt. Was hier nicht mit abgedeckt ist, sind Gewindebohrer. Das heißt, zum Vorbohren werden ja oft spezielle Größen verwendet. Wenn ihr da noch keine speziellen Gewindebohrer habt, dann solltet ihr vielleicht unten mal in der Videobeschreibung gucken. Da werde ich euch nochmal welche verlinken. Zum Beispiel jetzt, wenn ich ein M8 Gewinde hier hineinbohren möchte oder reinschneiden möchte, dann habe ich mich hier für einen 6,8 mm Vorbohrer entschieden. Ihr könnt natürlich auch mit 7 vorbohren oder mit 6,5, da wird das wahrscheinlich ähnlich funktionieren. Jetzt nehmt mich bitte nicht auseinander, wenn ihr Metaller seid oder Schlosser oder sonst irgendwas. Wie ihr merkt, ich habe jetzt nicht die größte Ahnung davon. Ich möchte euch nur gerne dieses Set hier vorstellen und präsentieren, dass es wirklich auch günstig, qualitativ recht gut geht.
Und viele von euch sind ja vielleicht noch auf der Suche nach einem Füllartikel, vielleicht bei der nächsten Bestellung, und suchen vielleicht sowieso noch so einen Gewindeschneidersatz. Und da ist es immer ganz hilfreich, wenn man darauf mal hingewiesen wird, dass es sowas jetzt auch gibt bei Lidl. Ja, wer es nochmal ganz genau wissen will, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung alles verlinkt. Ich verlinke euch da auch nochmal diese Vorbohrer-Sets dazu. Und müsst ihr selber schauen, was ihr davon braucht. Ich freue mich auf eure Kommentare. Nehmt mich bitte nicht zu doll jetzt auseinander. Ich würde mich dennoch über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das hier ein bisschen inspiriert hat, die ganze Geschichte. Abonniert den Kanal, hier kommen demnächst noch einige interessante Videos auf euch zu. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet, und sage erstmal bis dahin.